Männers, ich würde mich bei euch echt gern mal entschuldigen. Aber es tut mir einfach nicht leid. Ja, die Fußball-WM in Katar ist endlich gestartet. Und die macht direkt Lust auf weniger. Hier beim ersten Spiel Katar gegen Ecuador, da sind die Zuschauer nach 25 Minuten schon gegangen. Haben die Katar-Ultras gleich mal ein richtiges Zeichen gesetzt, ne? Keine Stimmung, Zuschauer, die das Spiel nicht verstehen und früher nach Hause gehen. Oder wie die Bayern-Spieler sagen würden, normales Heimspiel. Unter dem Gag werden die Bayern-Fans garantiert kommentieren. Geh, Uwe, scheich dich. Jetzt aber der wahre Grund, warum die Zuschauer nach 25 Minuten im ersten Spiel das Stadion verlassen haben. Wegen dem Spieler bei Katar mit der Nummer 11, der heißt Afif. Und der Stadionsprecher hat den in der 25. Minute nochmal durchgesagt. Ein bisschen genuschelt. Afif. So, und dann sind halt alle gegangen. Christian! Wie stellst du dich denn auf den Platz an? Geh doch bitte in den Supermarkt und zieh auf die Einkaufswagen Winterreifen drauf! Mann, ey! Wenn ich mir Katar und Ecuador so angeguckt habe, dann verstehe ich auch, warum die unserer Truppe ganz viel Geld geboten haben, dass wir da kicken. Habe ich abgesagt, wie Rod Stewart hat gesagt, machen wir nicht. Und dann ohne Pilz. Wie willst du die nüchtern auf dem Platz? Ja, das sehe ich ganz undeutlich. Kurzfristiges Bierverbot. Was kommt denn als nächstes? Als TV-Zuschauer darfst du davor auch nichts mehr saufen oder was? Vor dem Bildschirm? Ist eh egal. Guckt eh keine Sau. Ich mache bei uns in der Kabine jetzt auch Katar-Stimmung. Es gibt keinen Pilz mehr. Dafür aber Gewürze und Parfüm in der Kabine. Da riecht zwar deutlich besser, aber die Stimmung ist halt kacke. Vorweihnachtlich muss es werden bei uns in der Kabine. Jetzt demnächst auch. Gebrannte Mandeln. Jeder kriegt so ein Glas kochendes Wasser hingestellt, austrinken, fertig. Patrick, sag deiner Lust mal, sie soll die Motivation suchen. Die sind nämlich beide bei dir gerade weg. Ja, in Katar dreht sich weiterhin alles um die Binde. Erst darfst du keinen hinter die Binde kippen. Und jetzt geht es um die Armbinde vom Neuer. Steht One Love drauf und ist ganz viel Akzeptanz drinne. Sagt die FIFA aber, nee, darfst du nicht. Darfst du, das ist für einen guten Zweck, darfst du natürlich nicht machen. Falls du die jetzt trägst im Spiel, gib es dafür eine gelbe Karte, weil das ist ja ein politisches Zeichen. Mein Tipp für Manuel Neuer. Manu, komm doch bitte im kompletten Regenbogen-Outfit. Dann kriegst du die rote Karte, wirst vom Turnier ausgeschlossen. Das ist das beste Zeichen, was du bei dem Turnier setzen kannst. Immerhin soll ja jetzt der Elefantino nicht mehr zum FIFA-Präsidenten gewählt werden. Ich bin ja für eine FIFA-Präsidentin. Pippi Langstrumpf. Ja sicher. Witte, witte, witt. Ich mach die Welt, wie sie mir gefällt. Die FIFA, ey. Die züchten demnächst noch vegetarische Alligatoren und alle glauben's, ey. Stefan, du bist heute wieder so schnell, ne? Die Fotografen, die schießen von dir kein Foto. Nee, die malen ein Bild. Hermann, dein Vitamin-D-Bedarf im Winter, ne? Den deckst du auch mit Pommes. Weil das sind ja für dich frittierte Sonnenstrahlen. Und Mittwoch um 14 Uhr geht es dann endlich los. Eine neue Folge Bares für Rares. Ja, sicher. Biete ich demnächst mal den Patrick an. Die werden fragen, was wollen sie denn mit dir? Ja, der Patrick, der ist richtig selten. Selten dämlich. Wenn wir eine Kiste Pilz für den Patrick kriegen, dann ist es schon viel, ne? Der Patrick, das muss man sagen, das ist unser Hardcore-Fußballfan. Und der hat eine Bekannte, die ist Glaubensschwester. Ist ja mit der ins Stadion und sagt an der Kasse, hier, einmal Nonplusultra. Aber mal ehrlich, ey, auf Mittwoch um 14 Uhr, ey, gegen Japan, wer guckt das denn, ey? Die japanischen Spieler sind ja genau das Gegenteil von ihren Autos, ne, von den japanischen. Die laufen und laufen und laufen. Das ist der Unterschied zwischen einem japanischen Kicker und einem japanischen Touristen. Der japanische Tourist ist ein Knipser. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der war ganz traurig, dass sein Adventskalender keine 31 Türchen hat. Jetzt hat er sich eingeholt mit 24. Ja. Vor allem kein Bier. Und was ist das denn? Jetzt habe ich aber den wahren Grund, warum die Zuschauer nach 25 Minuten im ersten Spiel gegangen sind. Und zwar wegen dem katarischen Spieler mit der Nummer 11. Der heißt Afif. Und... Christian! Wie stellst du dich denn hier auf den Platz an? Geh doch einfach in den Supermarkt und zieh auf die Einkaufswagen.